Herzlich willkommen bei Totopis TV. Heute will ich euch zeigen, wie man bei einem Wasserschaden an eurem Smartphone vorgehen sollte, damit keine Folgeschäden entstehen. Wenn die meisten, die sich genau dieses Video angucken, genau dieses Problem haben, sollten wir auch schnell loslegen. Übrigens, sollte durch den Wasserschaden einige Bauteile von euch kaputt gegangen sein, findet ihr Ersatzteile und Werkzeuge unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen, also los geht's. Heute zeige ich euch am Beispiel eines Samsung Galaxy S6 Edge, wie man bei einem Wasserschaden reagieren sollte. Übrigens, die Tipps dieses Videos können auf alle Smartphones angewendet werden. Nur das Öffnen des jeweiligen Gerätes ist natürlich bei jedem Modell anders, deswegen solltet ihr parallel auf meinem Kanal nach den richtigen Tutorial zum Öffnen eures Smartphones suchen. Bei den meisten Menschen fliegt das Handy entweder ins Klo oder man kippt es aus Versehen in irgendwelchen Flüssigkeiten wie Kaffee oder Coca-Cola drüber. Wenn das passieren sollte, muss man sehr schnell handeln. Selbst wenn ihr das Gerät gut mit einem Handtuch abgetrocknet habt, könnte der Schein trügen, dass das Gerät komplett trocken ist, da das Smartphone zwar äußerlich trocken aussieht, aber innerlich bereits angefangen hat zu korrodieren, also zu rosten. Auch wenn das Gerät anfangs ganz normal zu funktionieren scheint, entsteht mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit schwere Folgeschäden, die das Gerät zerstören können. Es könnte sein, dass euer Gerät nach und nach seine Funktionen verliert. Häufige Symptome dafür sind die Ausfälle bestimmter Bauteile bis hin zum kompletten Totalschaden und das kann sogar erst nach Tagen oder sogar nach Wochen der Fall sein. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr vorgehen solltet. Entweder ihr lasst euer Gerät so schnell wie möglich bzw. noch am selben Tag für viel Geld von einem Profi reparieren oder ihr traut euch selber das Smartphone zu öffnen und es selber mit Isopropanol zu reinigen. Und so geht ihr vor. Als erstes ist es wichtig, dass ihr das Handy sofort ausschaltet und vom Akku trennt, um keine Kurzschlüsse zu riskieren. Anschließend das Gerät sofort mit einem Handtuch von der Flüssigkeit befreien und es gut abtrocknen. Ja, ich weiß, wenn es ins Klo fällt, ist der Griff da rein nicht immer leicht, aber das solltet ihr zur Liebe eures Handys machen. Danach müsst ihr als erste Hilfemaßnahme das Handy natürlich von innen trocknen. Dazu könnt ihr einfach eine Schüssel voll Reis oder eure Heizung nutzen. Aber je nachdem, wie stark das Handy mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, sind der Reis und die Heizung nicht immer die beste Lösung. Auch ein Föhn kann genau das Gegenteil bewirken, da das durch den Luftstrom passieren könnte, dass man das Wasser eher noch in das Gerät reinpustet. Ach ja, bitte nicht auf die Idee kommen, das Gerät in die Mikrowelle zu stecken, um es zu trocknen, das kann nicht nur für das Gerät böse enden, sondern auch für euch, aber das sollte jeder wissen. Das hoffe ich zumindest. Als nächstes müssen wir nun das Gerät öffnen und alle Bauteile entfernen. Danach nehmen wir eine weiche Zahnbürste oder einen weichen Pinsel und reinigen vorsichtig die komplette Platine. Wahlweise könnt ihr die Platine für einige Zeit in einem Isopropanol baden, aber bitte nur die Platine, da andere Bauteile wie das Display einen Schaden davon tragen könnten. Besonders gut solltet ihr die Steckerverbindung reinigen und das Ganze noch unter der Lupe kontrollieren oder wie ich mit einer Kamera vergrößern, da man es teilweise mit bloßem Auge schwer erkennen kann. Achtung, beim Reinigen solltet ihr sehr, sehr sanft mit der Platine umgehen, um keine Verbindung oder kleinen Bauteil kaputt zu schrubben. Wenn ihr dann zufrieden seid mit euren Reinigungsergebnissen, solltet ihr einige Zeit warten, bis das Isopropanol komplett verflogen ist. Dann könnt ihr mit dem Rückbau anfangen. Übrigens, ich empfehle bei einem Wasserschaden den Akku direkt mit auszutauschen. So, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dürft ihr das Smartphone zum ersten Mal einschalten und hoffen, dass er angeht und alles wie gewohnt funktioniert. Sollte irgendwelche Bauteile trotzdem einen Schaden genommen haben, müsst ihr sie leider wechseln. Übrigens, diese Reparatur ist kein Garant dafür, dass das Handy für immer funktionieren wird. Folgeschäden sind immer möglich, aber jetzt wisst ihr, wie man das professionell erledigt und dass eine Mikrowelle keine Lösung ist. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Übrigens, Ersatzteile und Werkzeuge findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen. Auf die Seite kommen wir zu weiteren Reparaturen auf meinem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Media, auf denen vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.